Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zum 12. Teil meiner Reihe Abwehrübungen, die jeder kennen sollte. Diesmal stelle ich euch zwei Übungen für Profis vor. Also wenn ihr die ausprobiert, seid bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht direkt klappt. Bei mir hat es leider auch nicht so gut geklappt. Deswegen gibt es diesmal auch nicht ein paar lange Ballwechsel, sondern eher mehrere kurze, wo ihr dann auch meine Fehler sehen könnt. Denn die Übungen sind wirklich anspruchsvoll. Übung 1 ist, dass Justus mir so oft er möchte in die Rückhand zieht, dann entweder in die Rückhand oder Vorhand schupft. Und ich schupfe dann und dann geht es von vorne los. Aber wenn er mir in die Vorhand schupft, habe ich auch die Option, Topspin zu spielen und dann ist frei. Hier entscheidet er sich, in die Rückhand zu schupfen. Ich schupfe, kommt zurück, wäre nochmal ab und den spielt er dann auf Ellenbogen. Wir haben sogar gesagt, er darf mir in zwei Drittel Rückhand ziehen, so oft er möchte. Deswegen muss ich mich auch extrem bewegen, was auch sehr anspruchsvoll ist. Und hier entscheide ich mich dann irgendwann einfach mal zu drehen, weil das auch sehr wenig Fehler macht und habe dann Glück, dass ich dann nachher den Ball noch auf die Kante bekomme. Aber es ist extrem schwierig, dass er mir in zwei Drittel Rückhand spielt. So muss ich viele Seitwärtsbewegungen machen. Und ja, dadurch, dass ich dann auch nie weiß, wann er schupft, mache ich dann auch viele Fehler. Das werden wir dann gleich noch bei der zweiten Übung sehen. Hier können wir aber sehen, komme ich nach vorne und spiele einen Topspin. Ja. Und schauen wir uns jetzt die Abwehr an. Der Ball ist gut mit Qualität. Der war ein bisschen höher, aber dafür gute Länge. Der ist dann schön. Und hier diesen Vorhand-Topspin, den muss ich natürlich treffen. Aber dadurch, dass ich ein bisschen zu spät nach vorne gekommen bin, ist mir dann dieser Fehler passiert. Und hier mache ich es besser. Hier treffe ich den Ball zwar auch sehr tief, aber ja, spiele dann nur einen sicheren Topspin. Statt den mit Feste nach oben zu ziehen, ziehe ich den einfach sicher nach oben. Ja, der Abwehrball ist schön flach. Ja, daher schupft er. Ich lasse den fallen und ziehen dann nur sicher rein, aber parallel, was schwierig für Justus ist. Jetzt, zweite Übung ist genau gleich, nur dass Justus auch noch in die Vorhand ziehen darf. Nicht nur zwei Drittel Rückhand, was es nochmal anspruchsvoller für mich macht. Und hier könnt ihr direkt sehen, dass ich dann beim Wechsel von Rückhandabwehr auf Vorhand den Ball viel zu tief nehme, Schläger aufhabe und ja, den Ball dann drüber spiele. Genau der Ball. Statt den Ball ein bisschen höher zu nehmen, Schläger mehr zu machen und dann mit dem Körper in den Ball reinzugehen. Also ist schon deutlich anspruchsvoller. Hier treffe ich den Ball zwar mit der Vorhand, aber mache dann einen relativ leichten Abwehrfehler, weil ich zu spät zurückkomme und der ist auch zu hoch, zu ungefährlich. Ich weiß nicht, wohin kommt der Ball und ja, treffe den Ball zu spät. Also ist schon eine deutliche Steigerung aus meiner Sicht. Hier schubt ihr mir mal in die Rückhand. Komme nach vorne und macht dann aber nachher einen Schubfehler mit der Vorhand. Und wenn ihr die Übung spielt, werdet ihr feststellen, es ist sehr, sehr schwierig, da ihr nicht wisst, zieht der nochmal, schupft der, wohin schupft der. Ich komme ein bisschen zu spät nach vorne, mache daher dann einen relativ einfachen Fehler. Ja, aber wie gesagt, das ist auch wirklich eine Übung für Profis. Und hier komme ich nach vorne, entscheide mich für einen Topspin, aber ziehe den drüber, weil ich den viel zu tief nehme und dann auch den nicht sicher ziehen will, sondern feste nach oben. Und ja, das ist natürlich sehr schwierig. Den muss ich entweder oben treffen, jetzt oben höchster Punkt nach vorne, oder halt nur kurze Bewegung und sicher spielen. Aber ja, da wollte ich natürlich zu viel. Und hier könnt ihr sehen, entscheide ich mich dann zu schupfen mit der Vorhand, aber komme dann zu spät zurück, weil Justus das natürlich auch sehr gut macht. Ja, hier halte ich den Ball nur rein, hätte ich auch noch ein bisschen mehr gegengehen können, aber der Abwehrball ist richtig gut. Und jetzt entscheide ich mich zu schupfen, ja, komme aber zu spät zurück und mache dann einen relativ leichten Abwehrfehler. Also ihr seht, dieser Übung habe ich mich richtig schwer getan, aber ja, es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, die zu spielen, weil das auch sehr spielnah ist. Im Spiel wisst ihr auch nicht, zieht euer Gegner nochmal oder legt er einen kurz, zieht er in die Rückhand, zieht er auf Ellenbogen, zieht er in die Vorhand. Ja. Und
Ja. Diesen Topspin hier. Da bin ich dann überrascht, dass der doch so feste kommt. Da mache ich dann einen Fehler. Okay, schauen wir uns den nächsten Ballwechsel an. Ja, und ich habe schon wieder die Chance zum Topspin. Ich spiele einen guten ersten Topspin, aber komme dann zu langsam zurück nach dem Topspin. Ja, und Justus macht das natürlich gut, indem er mir dann nachher in die Rückhand blockt. Ja, aber schauen wir es uns jetzt an. Ich ziehe gut in die Rückhand, bleib aber stehen, hol nicht aus und mach dann zu spät den Schritt, den Sidestep, um den Topspin dann noch zu spielen. Also, ihr seht, ich habe mich wirklich schwierig getan mit der Übung, aber hier mache ich das mal besser. Also, ich habe mich schwer getan mit der Übung, heißt das natürlich. So, ich wehre jetzt gut mit der Rückhand ab. Jetzt zieht er mir auf Ellenbogen, ich komme gut hin und gebe dem Ball so einen leichten Drall. Deswegen bekommt Justus ihn auch an die Kante, weil ich nicht einfach nur von unten den Ball reinhalte, sondern ja, es auch schaffe, da so ein bisschen gegenzugehen. Ja, und das ist jetzt der letzte Ballwechsel, wo ich dann mal auch einen Rückhandblock mache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Übungen gefallen haben, ob ihr sie selber ausprobieren wollt. Vielen Dank.